Dass der Wind eine ordentliche Kraft haben kann, das merkt man beim Segeln, beim Surfen oder wenn man beim Sturm vor die Tür geht. Und seit vielen hundert Jahren, ja sogar tausenden Jahren, nutzen wir Menschen diese Kraft. Aber es hat sich viel getan. Ich habe mir angeschaut, wie eine moderne Windkraftanlage funktioniert. Und weil in Salzburg noch kein Windrad steht, bin ich in die Nähe von Mundafing in Oberösterreich gefahren. Hier treffe ich Christoph Angermeier und Ulrich Kirchmeier. Sie sind Projektentwickler für Windenergie bei der Salzburg AG. Und beide staunen jedes Mal wieder, wenn sie unter den riesigen Windrädern stehen. Wenn du zuerst draufbeißt, spürst du richtig, wie das ganze Ding wackelt und mitspaziert. Die Gondeln hängen auf einer Höhe von ca. 140, 150 Metern. Die modernsten Anlagen schaffen jetzt schon 180. Das ist ungefähr so hoch wie der Stephansdom in Wien. Und dann haben wir nochmal Rotorblätter, die dann auch ca. 60 bis 70 Meter heutzutage erreichen. Und ein Rotorblatt von 60 bis 70 Metern ist ungefähr so viel wie von einem Fußballfeld von Strafraum zu Strafraum. Dass die Windräder so hoch sind, hat einen guten Grund. Weiter oben, also mit genügend Abstand zu Bäumen und Sträuchern, weht der Wind gleichmäßiger. Und bei den Rotorblättern gilt, je größer, desto besser. Je größer die Fläche, über die wir den Wind ernten können, desto mehr Energie erzeugen wir dann auf dem gleichen Blatt. Wir sind jetzt da unter einer V112, die hat eine überstrichene Fläche von einem Hektar. Das sind fast 10.000 Quadratmeter. Und die größten Anlagen, die gerade getestet werden, sind bei 4,5 Hektar. Und das ist dann einfach 4,5 mal so viel. Und wenn ich diese größere Anlage in selben Wind einstelle, dann habe ich nicht nur das 4,5-fache einen Ertrag, sondern ich habe teilweise das 6- oder 7-fache einen Ertrag, weil ich einfach diese Windgeschwindigkeitsbereiche viel besser ausnutzen kann. Am Prinzip, wie man Windenergie nutzt, hat sich wenig getan. Die Flügel wandeln die Windenergie in eine Drehbewegung um. Im Mittelalter wurden so Hämmer oder Mühlsteine bewegt. Jetzt wird über ein Getriebe ein Generator angetrieben, der Strom erzeugt. Damit das möglichst effizient gelingt, steckt viel Technik dahinter. Sie hat eigentlich alle Messgeräte, die es braucht. Auf der Gondel drauf sitzen die Anemometer. Die versorgen die Anlage mit allen Parametern, die sie wissen muss. So, der Wind kommt aus der Richtung, du musst die dort hydraten. Nein, der Wind hat sie draht, du musst dies da hydraten. Der Wind kommt jetzt mit über 20 Meter pro Sekunde, du musst das zum Pitchen anfangen, damit wir die Leistung konstant halten können. Und das sagen alles die Messgeräte auf der Anlage der Anlage und die Anlage reagiert selbstständig drauf. Es ist nie jemand drin, aber es gibt Mühlenwarte, die reagieren, wenn wir sagen, okay, da gibt es Abweichungen zwischen dem, was sie die Anlagen tun sollten und was sie letzten Endes dann halt eben tun. Das Herzstück jeder Anlage sind die Rotorblätter. Und die sind technische Meisterwerke. Sie lassen sich verstellen, um Windstärke und Drehzahl optimal aufeinander abzustimmen und sind aerodynamisch und damit noch effizienter. Sie müssen außerdem jede Menge aushalten. Würde man zum Beispiel auf die Spitze eines 50 Meter langen Rotorblattes einen kleinen Käfer setzen, und würde der 3 Sekunden für eine Umdrehung brauchen, was eigentlich ziemlich langsam ist, dann würde er trotzdem mit 340 km/h durch die Luft rasen. Und dabei entstehen riesen Fliehkräfte. Damit die Windräder bei solchen Geschwindigkeiten nicht zu laut werden, hat man sich einen Trick von Raubvögeln abgeschaut. Wenn man so einen Raubtierflügel hat, dann kennt man das, dass wenn man so einen Vogel beim Flug zuschaut, dass dann die Federn immer so mitgängen. Und dann gibt es Vögel, die das besonders gut ausgeprägt haben, wie zum Beispiel die Eulen. Da habe ich einfach den Strömungsabriss auf eine größere Fläche verteilt und tue dann mehr oder weniger klarräumiger abarbeiten den Strömungsabriss und dann bin ich flüsterleise. Wenn man genau hinschaut, kann man bei modernen Rotorblättern diese nachgebauten Federn erkennen. Obwohl die Windräder großen Eindruck machen, überall passen sie nicht hin. Christophs und Ulrichs Job ist es, herauszufinden, wo gebaut werden kann. Wir müssen mal schauen, dass das, was wir bauen, so naturverträglich und irgendwie sozialverträglich ist, wie nur irgendwie möglich. Und das bedarf einen ziemlich langen Planungsprozess, damit wir dann halt wirklich ausschließen können, dass sie durch die Anlagen die Umgebung signifikant oder wirklich verschlechtert. Das wollen wir alles ausschließen und wenn wir das gut machen, dann braucht es Zeit. Und natürlich muss auch der Wind wehen. An geeigneten Standorten wird deshalb 1 bis 2 Jahre lang gemessen, bevor gebaut wird. Aktuell zum Beispiel am Lehmberg, oberhalb von Neumarkt am Wallersee. Obwohl die Planung etwas dauert, Windkraft kann was. Das zeigt sich gerade an einem Wintertag wie diesem. Es ist kalt, bewölkt, aber windig. Also der Wind ergänzt perfekt, was wir sonst in Salzburg an Kraftwerkskapazität haben. Wasserkraft hat im Winter ein Minimum, weil der Niederschlag meistens in Schnee gebunden wird und die Wasserstände niedrig sind. Sonneneinstrahlung ist auch klar.
Im Sommer ist es wärmer, mehr Sonneneinstrahlung, mehr Energie. Im Winter ist das nicht. Die meiste Energie, die wir vom Wind kriegen, haben wir im Winter. Das passt perfekt zum Verbrauch, weil im Winter braucht man die meiste Energie, weil es ist kalt und es ist finster. Die Windräder sind also ein wichtiger Baustein, um die Energiewende zu schaffen. Und außerdem sind sie technische Meisterwerke und unglaublich imposant.